Auf dem Weg zum Okavango-Delta im hohen Norden von Botswana konnten wir wie immer einige lustige Weggesellen beobachten, nebst den anderen Brummis natürlich. Die Eselskarren fanden wir immer allerliebst. Als erstes haben wir gerade mal eine Bootstour unternommen. Vreni und Ernst wollten Vögel beobachten. Die Stimmung am späten Nachmittag auf dem Okavango war wirklich einmalig und das Licht wunderschön. Wir hoffen mal, dass wir die Fischer nicht allzu fest gestört haben. Auch vom Ufer aus ist es hier sehr hübsch. Nur allzu schnell waren die 10 Tage vorbei und es hieß, Goodbye zu sagen. Es wurde Zeit, uns langsam wieder aus dem Camp herauszuschlängeln. Peter ist ja diesbezüglich schon sehr geübt und hat sich entsprechend elegant durch die Bäume und Büsche gewunden. Vreni und Ernst folgten uns schwungvoll auf dem Fuße. Nachdem wir uns den Okavango gemütlich von unten angeschaut hatten, wollten wir uns einen Eindruck vom Delta aus der Luft verschaffen. Also sind wir zum Flughafen von Marn gefahren und in eine kleine Propellermaschine geklettert. Der Pilot checkt alles seriös durch und schon heben wir ab. Das Tolle bei den kleinen Maschinen ist ja, dass man nicht gar so hoch oben fliegt und dementsprechend doch so einige Details sieht. Dennoch waren die Elefanten und Hippos, die wir gesehen hatten, nur so groß wie ein Stecknadelknopf. Aber die Weite war schon beeindruckend, auch wenn die Wassermassen erst später im Jahr, so ab Mai, zu sehen sein werden. Und nach viel zu kurzen 40 Minuten war schon wieder alles vorbei und wir sind bereits im Landeanflug. Die Landung ist recht sanft und so hat uns die Erde glücklich wieder.